Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Im letzten Mal stehen geblieben an der schlimmsten Stunde von Connor auf dem Weg zum Schafott, um dort gehängt zu werden. Und Thomas Hickey hat das alles eingefädelt mit Charles Lee zusammen und so weiter. Und wir werden jetzt sehen, ob er damit wirklich Erfolg hatte oder ob das alles auch anders ausgehen kann. Und da steht George Washington da oben links. Und wir können auch nur übrigens gerade ausgehen. Ich kann nicht mal links oder rechts steuern. Au! Ja, seht mal, da haben wir schon freie Hände. Irgendjemand hat uns geholfen. Das ist ja unfassbar. Und keiner hat's gemerkt. Das ist doch schön. Und da ist das Schafott. Da warten sie schon alle auf uns. Und das ist mal wieder so ein epischer Moment in Assassin's Creed. Einer, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, muss man sagen, nachdem ich es durchgespielt hatte. Weil das ist, ich finde es ganz cool gemacht eigentlich. Auch wenn die Animationen hier alle so ein bisschen hakelige sind. Solche Szenen gibt es auch. Es tut mir leid, man kann die Spiele eigentlich fast nicht vergleichen, weil es völlig andere Genres sind. Aber bei Uncharted 3 oder bei einer Uncharted-Serie gibt es solche Momente hier auch manchmal, wo man nicht viel machen kann, außer geradeaus laufen. Oder auch bei God of War, aber da sind sie auch geiler inszeniert, weil da ist nichts irgendwie hakelig oder so. Es sieht einfach alles viel, viel geiler aus. Aber hier ist es jetzt irgendwie so ein bisschen schon gut, aber irgendwie auch Massenproduktion, könnte man sagen. So, da wären wir schon fast. Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist... Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Ein Holzer und sonst nichts. Brüder, Schwestern, treue Patrioten, vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsteren oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuknüpfen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Okay, und jetzt müssen wir den Assassinen rekruten, das Signal geben, uns zu helfen. Muss Hickey stoppen. Los! Wie gut, dass wir so gute Freunde haben. Ja, und jetzt müssen wir uns Hickey holen und das ist an sich eigentlich auch cool gemacht. Man hätte es aber noch geiler inszenieren können, weil ihr seht, alles in Zeitlupe. Und wir müssen Hickey hinterher und ihn dann erledigen. Und das tun wir dann auch. Allerdings hätte es mich mehr gefreut, wenn es in einer besseren Zwischensequenz war, aber wir machen es halt nur so. Aber wir haben es geschafft. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum.
War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was sind Prinzipien überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche, ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf! Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Das stimmt allerdings. Solange die Templer noch atmen, ist, glaube ich, ziemlich jeder in Gefahr. Die ganze Menschheit, könnte man sagen. Aber wir haben Thomas Hickey erledigt, einen weiteren der Templer. Das hat ja gar nicht so lange gedauert, von Pitcairn nach Hickey. Hoffentlich dauert es bei einer anderen Zeit. Beeindruckend, was du alles erreicht hast. Ist das ein Kompliment? Versteh mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein, beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete, danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein. Das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du, sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zögert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein. Okay. Ja, wobei, er stellt seinen Anteil wirklich unter den Scheffel. Ich meine, wir machen eigentlich die ganze Drecksarbeit und ermutigen immer die Leute, weiterzukämpfen. Und ohne Connor wird das, glaube ich, alles ganz anders aussehen. Naja, wir sind auf jeden Fall wieder hier, da waren wir schon mal, und dürfen jetzt durch die Tür gehen. Mal sehen, was uns da erwartet. Wir müssen alle zusammenhalten. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Yay, Sequenz 8 beendet mit der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Das ist ja mal episch. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien.
Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Sehe ich alle so an Desmond vorbeiquetschen, obwohl da eigentlich noch genug Platz war. Aber okay. Ja, wir spielen mal wieder Desmond nach langer Zeit. Mal wieder in der wirklichen Welt und sind jetzt in Brasilien, weil wir eine zweite Energiequelle gefunden haben. Die erste haben wir ja schon eingesetzt vor einiger Zeit. Schon etwas länger her. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, die Energiequellen sind dafür da, um diese große Tür im Inneren des Tempels zu öffnen, weil dort hinter die Antwort darauf liegt, wie wir das Unheil, was über die Welt kommen soll, verhindern können. Und dazu brauchen wir nun mal diese Energiequellen. Ich glaube, es sind 5 insgesamt. Und wir sind jetzt gerade mal bei der zweiten. Oh naja, und wir werden überall gesucht, wie man sieht. Da, Wanted. Ein nicht so tolles Bild von Desmond. Wir werden also quasi als Terrorist abgestempelt. Könnte man so sehen. Ja, und das werden wir auch machen. Also wir werden die zweite Energiequelle suchen. Aber, ihr könnt es euch schon denken, im nächsten Part erst. Denn die Zeit ist wieder fast vorbei. Und dann im nächsten Teil haben wir dann aber genug Zeit, um wieder hier voll durchzustarten. Und dann mal wieder was ein bisschen aus der heutigen Zeit zu erleben. Was ja auch sehr interessant ist. Und ich würde sagen, bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal, sage, das war's für Assassin's Creed 3 und im nächsten Teil geht's dann mit Desmond weiter. Also bis dann. Ciao.